Ja, es ist eine richtige Freude, hier im Wissensturm zu sein. Wir haben ja jedes Jahr eigentlich als ITH hier einen Abend, an dem wir diskutieren. Und heute ist, glaube ich, das Thema besonders aktuell und wichtig. Ich werde kurz 4 Thesen vorstellen. Jetzt nenne ich sie mal kurz und dann werde ich sie erläutern. Dann hoffe ich, dass sie genügend provoziert sind. Die erste These ist nicht so radikal, die heißt einfach, die Erweiterung der Freiheitsgrade der Arbeiter, Arbeiterinnen ist eine Hauptaufgabe der Gewerkschaften. Die zweite These lautet, alle Arbeit im Kapitalismus kommt letztendlich unter physischem Zwang zustande. Da werden viele wohl nicht einverstanden sein. Drittens, die Formen dieser erzwungenen Arbeit können jedoch sehr verschieden sein. In einigen genießt die Arbeiterin sehr viel mehr Freiheit als in einigen anderen. Und viertens, normal sind im Kapitalismus Arbeitsverhältnisse mit beschränkter Freiheit. Wirkliche Vertragsfreiheit zum Beispiel kommt aus historischer Perspektive relativ selten vor. Nun, die erste These. Die Erweiterung der Freiheitsgrade ist eine Hauptaufgabe der Gewerkschaften. Wie Sie wissen, gibt es viele Formen der extremen Unfreiheit in Arbeitsverhältnissen, auch heute noch. Ich nenne die reine Sklaverei, wobei Menschen Eigentum von anderen Menschen sind und also verkauft werden können. Dazu gehört auch die erbliche Sklaverei, die es noch in großem Umfang gibt in Westafrika, in Mali und Mauretanien, und die Kindersklaverei. Eine zweite wichtige Form ist die Schuldknechtschaft, wobei also jemand, ein Arbeiter, eine Arbeiterin, Geld leiht vom Arbeitgeber. In Indien zum Beispiel geschieht das sehr oft, weil Männer Geld brauchen, um eine Heirat, eine Hochzeit zu bezahlen. Das muss immer eine große Feier sein. Und dann, wenn die Feier stattgefunden hat, dann sind sie verschuldet beim Arbeitgeber und können nicht mehr weg, solange sie die Schuld nicht abzahlen. Und da ein hoher Zinsfuß gerechnet wird, sind sie dann eigentlich für ihr Leben an diesen Arbeitgeber gebunden. Und der Arbeitgeber kann oft auch diese Schuld verkaufen an jemand anderen. Und damit wird eigentlich der Schuldknecht oder die Schuldknechtin, das gibt es nicht, ne? wird dann verkauft an jemand anderes. Es ist also ein Fall, der nicht reine Sklaverei ist, aber doch dem sehr ähnlich ist. Und eine dritte wichtige Form ist der Menschenhandel, das Trafficking. NGOs wie zum Beispiel die Anti-Slavery Society betrachten all diese Varianten als Sklaverei. Ich denke, dass es geht zu weit. Man sollte nuancieren, ich komme darauf zurück. Die ILO, also das Internationale Arbeitsamt, schätzte 2012, dass es 20,9 Millionen Menschen jetzt gibt, die in solchen Verhältnissen arbeiten. Also 21 Millionen, sagen wir mal. Der Internationale Gewerkschaftsbund hat unlängst im Mai auf seiner Weltkonferenz in Berlin die Weltarbeiterschaft auf 2,9 Milliarden Menschen geschätzt. Übrigens ist mir nicht klar, wie diese Schätzung zustande ist gekommen, aber das ist eine andere Sache. Aber wenn wir diese Schätzung folgen, dann ist eindeutige Zwangsarbeit, also betrifft also etwas weniger als 1% der abhängig Beschäftigten in der Welt. Das ist eine geringe Zahl anscheinend, aber trotzdem sind es immer noch mehr als doppelt so viele Menschen als die Einwohner von Österreich. Das gewerkschaftliche Streben nach sozialer Sicherheit, guter und stabiler Entlohnung, Recht auf Selbstorganisation und so weiter macht die Gewerkschaften zu grundsätzlichen Gegnern jeder Form dieser extrem unfreien Arbeitsformen. Und dieses Streben orientiert sich dann ja auch indirekt an dem, was die ILO genannt hat, Decent Work, also anständige Arbeit. Dieses Streben ist, glaube ich, von sehr großer Wichtigkeit und ist wohl auch der Grund, warum wir hier heute sitzen. Aber ich glaube also, dass es wichtig ist, die verschiedenen Ausbeutungsformen genau zu differenzieren. Nicht alles, was unter Zwang gearbeitet wird, ist Sklaverei. Wenn wir einen zu weiten Begriff der Sklaverei oder auch der Zwangsarbeit verwenden, dann kann das leicht zu Übertreibungen führen, aber vor allem auch zu Verharmlosungen.
denn man sagt, ach, das ist ja gar keine Sklaverei, denn und so weiter. Deshalb will ich etwas genauer eingehen auf den Zwang, der in Arbeitsverhältnissen zum Ausdruck kommt. Damit bin ich bei einer zweiten These. Alle Arbeit im Kapitalismus kommt letztendlich unter physischem Zwang zustande. Warum entscheiden freie Männer und Frauen sich dafür, die eigene Arbeitskraft an einen Unternehmer zu vermieten? Natürlich ist es denkbar, dass sie zu diesem Entschluss kommen, weil die angebotene Arbeit als solche attraktiv ist. Es ist interessant, aufregend, ehrenvoll und so weiter. Aber normalerweise spielt eine andere Überlegung eine viel größere Rolle, wie wir alle wissen. Mit der Verausgabung ihrer Arbeitskraft verdienen Menschen das Geld, das es ihnen erlaubt, für sich und andere Verwandte zum Beispiel Konsumgüter zu erwerben. Ohne diese Konsumgüter, also Nahrung, Kleidung, Behausung und so weiter, würden die Frauen oder Männer und die von ihnen abhängigen Familienmitglieder oder Haushaltsmitglieder nicht oder jedenfalls nicht in der von ihnen gewünschten Art überleben können. Denn wir alle wissen natürlich, dass Konsumgüter nicht umsonst sind. Sie sind das Eigentum anderer, der Warenhändler, die selber auch wieder überleben, indem sie ihre Konsumgüter für Geld verkaufen oder vermieten. Arbeiterinnen stehen deshalb unter einem materiellen, ökonomischen Zwang, die eigene Arbeitskraft zu vermieten. Nur durch fremdbestimmte Arbeit können sie das Geld erwerben, mit dem der eigene Haushalt die benötigten Konsumgüter erhalten kann. Eigentum an Konsumgütern oder an was auch immer impliziert immer Zwang, physischen Zwang, in letzter Instanz oder die Drohung mit Zwang, mit Gewalt. Denn es ist ein Bündel von Rechten, Eigentum, und Rechte sind, wie Juristen das nennen, enforceable claims, also Ansprüche, die mit Gewalt durchgesetzt werden können. Wenn ich den Supermarkt bestehle und ich werde erwischt, dann komme ich ins Gefängnis und das ist eine Form von physischer Zwang. Also letztendlich steht hinter dem Eigentum an den Konsumgütern steht dieser physische Zwang. Und damit ist nicht nur die Sklaverei und so auf physischen Zwang gestützt, sondern letztendlich, aber in viel komplizierterer Weise, auch der sogenannte ökonomische Zwang, der unter dem Lohnarbeiter, freie Lohnarbeiter und Arbeiterinnen ihre Arbeitskraft vermieten. Dritte These. Die Formen dieser erzwungenen Arbeit können sehr verschieden sein. In einigen von diesen Formen genießt die Arbeiterin sehr viel mehr Freiheit als in einigen anderen. Das wissen wir ja eigentlich. Es gibt für so freie Lohnarbeiter und Arbeiterinnen eigentlich drei verschiedene Welten, zwischen denen sie sich hin und her bewegen. Der Konsum im Haushalt, die Arbeit für einen Unternehmer und der Kauf von den Konsumgütern in den Geschäften. Und daraus entstehen viele Wahlmöglichkeiten. Zum Teil sind sie illusorisch, aber zum Teil sind sie auch real. Man kann den Arbeitgeber wechseln, man kann Geld sparen, Schatzbildern und Konsumgüter kaufen. Und hinzu kommen oft, also zum Beispiel in Österreich, bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse, die demokratische Bürgerrechte mit sich bringen. Und solche Rechte natürlich haben die Versklavten zum Beispiel nicht. Also der Gegenteil, der Gegenpol innerhalb dieser kapitalistischen Arbeitsbeziehungen sind die Sklavinnen, Versklavte, würde ich eher sagen, denn man wird ja nicht, es ist ein Prozess, dass man Sklave wird oder Sklavin. Vollständig versklavte Arbeiterinnen bewegen sich nicht zwischen Eigentumsbereichen sowie freie Lohnarbeiter, denn sie sind selbst Eigentum. Sie verdienen kein Geld, sondern sie bekommen nur Nahrung, Kleidung und Behausung als Gebrauchswerte und entäußern die eigene Arbeitskraft ohne Gegenleistung. Sie bleiben also innerhalb eines einzigen Eigentumsbereichs, nämlich den Eigentumsbereich der Person oder des Unternehmens, dessen Eigentum sie sind. Wenn sie in Kleinfamilien leben, sind diese genauso diese Familien Teil des Eigentumsbereichs dieses Arbeitgebers, wie es Arbeit und Konsum sind. Versklavte haben also keine Wahl, Lohnarbeiter haben wohl eine Wahl. Aber trotzdem ist immer der Zwang im Hintergrund, überall. Vierte These,
Normal sind im Kapitalismus Arbeitsverhältnisse mit beschränkter Freiheit. Wirkliche Vertragsfreiheit zum Beispiel kommt aus historischer Perspektive relativ selten vor. Wir wissen, dass Unternehmer ganz verschiedene Präferenzen haben können, was betrifft die Arbeitsverhältnisse. Unternehmer zum Teil bevorzugen Arbeitnehmerinnen mit größtmöglicher Bewegungsfreiheit. Das sehen wir im Falle der Prekarisierung, was ja ein weltweiter Trend ist und auch in Österreich sichtbar, wobei Menschen also keine feste Stellung mehr haben, viel geringere Sozialansprüche machen können und so weiter. Und also von Job zu Job leben, manchmal also nicht arbeiten und so weiter. Oder mehrere Jobs gleichzeitig machen. Und das ist auch im Interesse der Unternehmer, natürlich, sonst würde es nicht geschehen, dass solche prekäre Arbeitsverhältnisse bestehen. Andererseits gibt es aber auch ein Bedürfnis der Arbeitgeber, um Arbeiterinnen an sich zu binden, andere Leute. Das ist in der Vergangenheit oft durch Gesetze erreicht worden, wie zum Beispiel im angelsächsischen Bereich der Master and Servant Law, der, wenn ich mich recht erinnere, bis 1867 gegolten hat, aber auch zum Beispiel in Deutschland, Österreich und so weiter, durch Gesindeordnungen und so weiter. In all diesen Fällen wurden also Vertragsbrüche der Arbeitnehmer als Polizeistraftatbestand, schönes Wort, betrachtet. In Deutschland zum Beispiel bis 1919 war das so. Es wäre verfehlt, eine geradlinige Entwicklung in Richtung freier Arbeitsverhältnisse anzunehmen. Das 20. Jahrhundert hat uns wichtige Beispiele gegeben für den Rückfall in unfreie Verhältnisse, auch in relativ hochentwickelten Gesellschaften. Sowohl der Nationalsozialismus als die stalinistische Sowjetunion haben gezeigt, wie schnell unfreie Arbeitsverhältnisse dominant werden können, nicht unbedingt in der Gestalt reiner Sklaverei, sondern auch in vielen anderen Formen der Zwangsarbeit. Und durch diese Thesen möchte ich eigentlich hervorheben, dass es für den gewerkschaftlichen Kampf gegen diese Formen von Sklaverei, Zwangsarbeit und so weiter, wie man es normalerweise nennt, also in dem spezifischen Sinn, dass es in diesem Kampf wichtig ist, genau und präzise zu definieren, welche Arbeitsverhältnisse man nun eigentlich genau bekämpft, damit man auch gezielt diesen Kampf führen kann. Man sollte nicht alles pauschal Zwangsarbeit oder Sklaverei nennen, ohne zu sagen, was man genau meint. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hätte, wenn ich darf, im Anschluss eine Frage. Du darfst. Ja. In Bezug auf die erste und zweite These, die Erweiterung der Freiheitsgrade als zentrale Aufgabe der Gewerkschaften und der physische Zwang, der materialisiert im Eigentum, der sich im Eigentum materialisiert. Endet für dich die Erweiterung dieses Freiheitskampfes bei der Vertragsfreiheit oder wäre es in letzter Instanz Aufgabe der Gewerkschaften darüber hinaus, Der Kampf müsste noch weitergehen, aber wenn wir völlige Vertragsfreiheit hätten mit sozialer Absicherung, wäre das natürlich ein riesiger Fortschritt. Gut. Aber nur als Frage, um im Anschluss vielleicht länger diskutieren zu können. Besten Dank. Wir würden mit Eva Brenninger fortfahren. Weltumspannend arbeiten, was weltumspannend arbeiten genau ist und was es macht und inwieweit das irgendwas mit Formen von Zwangsarbeit weltweit zu tun hat, wird Eva ausführen. Bitte. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, dass ich vom Verein Weltumspannend arbeiten erzählen darf und auch über meine Arbeit. Wir sind ein sehr kleiner Verein und darum ist immer gut, wenn viele Leute darüber hören und über unsere Arbeit hören. Weltumspannend arbeiten ist ein entwicklungspolitischer Verein im österreichischen Gewerkschaftsbund. Man hört da schon raus, wer unsere Zielgruppe ist. Unsere Zielgruppe ist im weitesten Sinne der Gewerkschaftsbund, natürlich auch alle Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und die interessierte Öffentlichkeit. Und was ist unser Ziel? Also unser Ziel ist, dass wir mit unserer Arbeit über
Lebens- und Arbeitsbedingungen weltweit informieren. Und das machen wir mit unterschiedlichsten Aktivitäten. Von Workshops angefangen bis über Seminare. Wir haben einen Lehrgang, der sich mit Globalisierung auseinandersetzt. Wir machen auch immer wieder Begegnungsreisen, was auch das Herzstück unserer Arbeit ist. Auf das werde ich dann noch später eingehen. Mit unserer Arbeit versuchen wir, unsere Zielgruppe, also die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mal zu sensibilisieren. Wie bin ich eigentlich mit der Welt vernetzt? Das fängt oft mit sehr banalen Dingen an, wie was frühstücke ich und wie ist da schon mein Kontakt mit der Welt? Welche Kleidung habe ich an und wie ist der Kontakt mit verschiedenen Menschen dieser Erde, die das nähen? Also mal Sensibilisierung zu schaffen. Und dann natürlich auch aufzuklären, Bewusstsein zu schaffen, unter welchen Bedingungen arbeiten diese Menschen, unter welchen Bedingungen wird unser T-Shirt in Kambodscha genäht, unter welchen Bedingungen wird die Tomate, die wir im Winter kaufen, in Almeria zum Beispiel, wo eine Begegnungsreise hinführt, produziert. Wie wird unser Mobiltelefon, das zu höchster Wahrscheinlichkeit aus China kommt, gefertigt. Also dieses Bewusstsein wollen wir schaffen und natürlich in diesem Sinn auch Vernetzung anbieten. Vernetzung dahingehend, dass wir den Dialog fördern, den interkulturellen Dialog wollen wir mit unserer Arbeit fördern und dadurch machen wir immer Direktbegegnungen. Also wir haben erfahren, dass Direktbegegnungen einfach ganz wichtig sind in der Bewusstseinsbildung. Das heißt, wir fahren mit Gruppen zu Brennpunkten. Also wir sind mit einer Gruppe eben nach Südspanien, nach Almeria gefahren. Wir sind mit einer Gruppe nach China gefahren. Wir sind mit einer Gruppe jetzt ganz aktuell in Südafrika gewesen. Und auch umgekehrt, wir laden Aktivisten, Aktivistinnen von den einzelnen Ländern ein, um hier in Österreich zu touren, mit in Österreich dann Informationstouren mit diesen Menschen zu machen, um eine sehr breites Publikum zu erreichen und sehr viele Menschen zu informieren, weil nicht jeder kann sich eben eine Reise jetzt wohin leisten und nicht jeder hat vielleicht die Zeit, sich 14 Tage oder Woche Zeit zu nehmen. Und nach dieser Vernetzung natürlich ist es uns ganz wichtig, Handlungskompetenzen, die Entwicklung von Handlungskompetenzen, dass Betriebsräte, Betriebsrätinnen, Arbeitnehmer eben dann Handlungen setzen und zwar in ihrem Gestaltungsspielraum, eben dass sie erkennen, die Globalisierung, die Welt nicht als gegeben hinzunehmen, sondern wirklich den eigenen Beitrag zu leisten und den eigenen Gestaltungsspielraum zu erkennen, um dann Handlungen zu setzen. Die können in unterschiedlichster Form erfolgen. Bin ich jetzt vielleicht gerade zu Hause, dann kann ich sagen, okay, ich stelle auf fair gehandelten Kaffee um, ich kaufe faire Bananen, ich schaue, dass ich meine Kleidung nachhaltiger benütze. Wenn ich Betriebsrat bin oder in einem Unternehmen, dann kann ich da Handlungen setzen, wie welche Arbeitskleidung trage ich, welche Arbeitskleidung tragen meine Kollegen, kann man da was auf faire Produktion umstellen. Und natürlich auch die internationale Vernetzung, wenn man zum Beispiel einen Standort in einem anderen Land hat, dass man schaut, wie geht es meinen Kolleginnen, meinen Kollegen am Standort in Bulgarien, China oder irgendwo anders, gibt es dort auch eine Vertretung, eine Belegschaftsvertretung. Das sind so die Ziele von weltumspannend arbeiten. Und ich habe eben zuerst schon gesagt, Almeria habe ich schon ein paar Mal erwähnt und auf das möchte ich eben eingehen. 2011 waren wir in Südspanien, haben da Begegnungsreise hingemacht. Wir haben uns angesehen, wie arbeiten und wie leben die Menschen, die im Winter unser Obst und Gemüse produzieren. Und das war sehr erschreckend für uns. Also in Südspanien ist die größte Konzentration von industrieller Fertigung, auf 400 Quadratkilometer wird da unter Plastik produziert. Es sind zwischen 100 und 130.000 Menschen dort beschäftigt, vorwiegend Migranten, Migrantinnen und natürlich Undokumentierte, also sehr viele Undokumentierte. Circa 60.000 sind in dieser Region gemeldet und alle anderen, also es basiert natürlich auf Schätzungen, weil man berechnet hat, wie viele Menschen brauche ich, um ein Gewächshaus, um einen Hektar zu bestücken oder zu bewirtschaften und da ist man dann auf diese Zahl gekommen. Und wir sind eben da durch die Gewächshäuser gefahren
und sind dann immer wieder, also wirklich, da geht es kilometerlang dahin, links und rechts Gewächshäuser, und irgendwann stoßt man wieder auf so informelle Siedlungen, Chabolas nennen sie die, und da wohnen dann Menschen unter wirklich sehr schlimmen Bedingungen. Sie haben kein Wasser, sie haben keinen Strom, beziehungsweise wird der Strom illegal angezapft. Und es gibt keine sanitäre Versorgung, und diese Menschen arbeiten eben auch in diesen Gewächshäusern. Und für sehr, sehr wenig Lohn, der Kollektivvertrag wäre 45 Euro pro Tag, bekommen tun sie teilweise 30 Euro. Und natürlich, je weniger Arbeit da ist, desto mehr unterbieten sich die Menschen, dass sie sagen, ah, ich arbeite für 20 Euro, ich mache es noch billiger. Und wo kommen diese Menschen her? Sie kommen aus Osteuropa, aber sehr viele kommen aus Afrika. Das heißt, sie kommen mit Schlepperbanden oder sie kommen mit Booten, wo wir ja immer in letzter Zeit gerade wieder gehäuft hören, dass sehr viele Boote auch untergehen und da viele Menschen auch daran sterben. Also Menschen arbeiten dort, die im Prinzip keine andere Wahl haben, zu extrem unwürdigen Bedingungen, menschenunwürdigen Bedingungen, weit weg von dem besagten ILO-Konzept der menschenwürdigen Arbeit, weit weg von jeder Gesetzgebung. Ja, das ist das eine, also mit dem wir uns eben beschäftigen. Und ein anderes, also ich kann dann gerne noch Fragen beantworten zu diesem Thema. Und, das habe ich mir noch aufgeschrieben, das muss ich noch sagen. Also wir haben dann auch im Gegenzug, haben wir dann auch natürlich Speaker eingeladen, also eine Delegation von Almeria eingeladen. Wir haben da sehr eng mit der Landarbeitergewerkschaft zusammengearbeitet in Almeria. Das waren unsere Kooperationspartner. Ohne die wäre das nicht gegangen. Also solche Sachen gehen immer nur mit sehr guten Kooperationspartnern, die einen dann so die Plätze bringen. Also da wird sicher nicht jeder vordringen können. Und umgekehrt haben wir dann natürlich welche eingeladen von der SOG, also von dieser Landarbeitergewerkschaft, und sind mit ihnen durch Österreich getourt. Und da haben sie auch immer wieder betont, das System dort funktioniert nur so. Also, dass das die industrielle Fertigung von Obst und Gemüse in diesem so funktioniert, das basiert nur auf der Ausbeutung von diesen Menschen. Anders würde es nicht funktionieren. Und so gibt es natürlich sehr viele Beispiele. Wenn wir jetzt in der Ausschreibung ist da gestanden, Katar, auf das möchte ich auch noch ganz kurz eingehen, also da switchen wir jetzt ein bisschen den Kontinent. In Katar ist ja die Fußball-WM 2022, und Katar, ganz kurz, es ist das reichste Land der Erde derzeit, ist ungefähr so groß wie Oberösterreich, es wohnen dort 1,7 Millionen Menschen und circa einen Migrationsanteil von 90%. Und in Katar hat eben der Fußballstadienbau und natürlich der Bauboom 2010, 2011 begonnen. Und sehr viele Nepalesen arbeiten dort. Ungefähr 500.000 Nepalesen arbeiten auf diesen Baustellen und werden da massiv ausgebeutet. Sie werden auch mit falschen Versprechungen hingeholt. Also zu Hause bekommen sie einen Vertrag, wo vielleicht steht, sie bekommen 230 Euro pro Monat, wenn sie dann dort, oder US-Dollar, wenn sie dann in Katar sind, ist dieser Vertrag ungültig und sie bekommen gerade mal 200 US-Dollar. Und das Tragische ist, sie müssen auch ihren Pass abgeben. Sobald man in Katar eben, wenn man Migrant ist und man arbeitet in Katar, muss man seinen Pass abgeben. Das ist das sogenannte Kafala-System. Kafala-System, der Staat sozusagen, es ist so ein hoher Migrationsanteil, dass der Staat die Verantwortung für die Migranten an den Arbeitgeber, an Institutionen, an Organisationen abgibt und sozusagen diese sind dann für das Wohlergehen der Menschen, der Migranten zuständig. Und ja, das Wohlergehen dieser Nepalesen oder dieser Migranten, um das ist halt nicht sehr gut bestellt, weil sie werden ausgebeutet. Es sind mittlerweile mehr als 1200 Bauarbeiter gestorben, nicht nur am Bau, sondern auch an Herzinfarkten, oder sie sind dehydriert
oder weil sie auch zu wenig zu essen kaufen können. Also wirklich Menschen sterben durch diesen Stadienbau. Und es wird aber sehr wenig dagegen getan, weil natürlich ja, das Kapital da im Vordergrund steht. Ja, das glaube ich, das war es einmal zu dem Kafala-System. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Muss mich kurz fangen. Ich kann dich auch versuchen, sozusagen aufzufangen oder nicht aufzufangen, aber einen anderen Faden in die Hand zu ja, nehmen. Ja, bitte. In Bezug auf Almeria muss ich gestehen, ich weiß das meiste davon von dir und von den Kolleginnen, sozusagen, die ihr im Rahmen eurer Begegnungsreisen auch nach Wien geführt und gebracht habt. Und sagen, der Vergleich mit Katar, das ist so, weil wir haben das jetzt eine Zeit lang diskutiert, ich war zwar leider bei vielen Panels nicht dabei, nicht sagen, aus Gründen, die, glaube ich, hinlänglich bekannt sind, weil ich anderswo zu tun hatte, aber sozusagen, es geht auch dann oft um die Frage, was jetzt sozusagen extreme Ausbeutung ist und was ist sozusagen Zwangsarbeit. Durchaus eine Frage, die sich auch in Wien gestellt hat. Hat es in Almeria, als Interesse, ich weiß das nicht, eine rhetorische Frage, gab es da so Formen von Zwang, auch so einen Pass wegnehmen, Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Drohung, Androhung von Gewalt? Also den Pass abgeben, davon hat uns niemand erzählt. Also wir haben natürlich auch nur eine kleine Gruppe von diesen Menschen befragt und davon hat eben Pass musste von diesen niemand abgeben. Aber natürlich gibt es eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit, weil jene, die in diesem Gebiet arbeiten und die undokumentiert sind, haben furchtbare Angst, weil wenn Arbeitsinspektoren kommen, dann kommen die, um eben auszuweisen. Es ist so, dass die nicht kommen und das Recht des Arbeitnehmers einfordern und zum Arbeitgeber gehen und das einfordern würden gemeinsam, sondern die Arbeitsinspektoren, das wurde uns auch bestätigt von dem Juristen von der SOC, denen geht es darum, Fälle aufzudecken und diese dann auszuweisen. Und es gibt ganze Fluchtpläne dann teilweise von diesen Arbeitern, sobald eben irgendein Arbeitsinspektor auftaucht, dass sie flüchten können. Sie trauen sich teilweise nicht auf Bushaltestellen sich aufhalten, weil sie Angst haben, dass sie eben erwischt werden oder von der Polizei kontrolliert. Und es passiert anscheinend in Wellen, gibt es wieder sehr viele Arbeitsmigranten, sind die Ausweisungen wieder mehr oder es gibt dann wieder positivere Wellen, wo mehrere eben einen Aufenthaltsstatus bekommen und legalisiert werden. Also, und das ist schon auch eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Es ist vielleicht nicht so das System wie das Kafala-System. Also da sehe ich schon einen Unterschied. Ja, vielleicht noch zur Ergänzung. Also beim Kafala-System ist das ja wirklich sozusagen klassische Einschränkung von Vertragsfreiheit. Es wird ja nicht nur der Pass abgenommen, sondern sozusagen es ist in Wirklichkeit ist immer schwierig, Rechtsinstitute aus verschiedenen Rechtskreisen sozusagen zu übersetzen. Aber es ist in Wirklichkeit ein Bürgschaftssystem, wo der Arbeitgeber bürgt für den Arbeitnehmer, wenn man in der Begrifflichkeit, die halt heutzutage en vogue ist, bleiben will. Gleichzeitig aber zum Beispiel der Arbeitnehmer von sich aus nicht kündigen kann. Also sozusagen jetzt die Vertragsfreiheit, von der Marcel gesprochen hat, oder auch gewisse Rechts, sozusagen, gewisse Verträge nicht abschließen kann. Ich glaube, Mietverträge sind damit eingenommen. Eingeschränkte Bewegungsfreiheit sowieso. Und das führt mich vielleicht zum Übergang, wenn man sich Spanien ansieht, von auch dem, das, was du auf meine zweite, also auf die erste Frage gesagt hast, inwieweit auch der Zwangsbegriff vielleicht insofern erweitert werden sollte, dass repressive Migrationsregime Formen der Unfreiheit fördern. Das ist etwas, was in Spanien sozusagen durch repressive Einwanderungspolitik massiv geschieht, anderswo detto. Und das wäre vielleicht der Übergang zu Susanne Haslinger, inwieweit das auch in Österreich der Fall ist, in sozusagen einer spezifischen Branche, auf die du näher eingehen wirst. Und was sozusagen aus dieser Perspektive, aus gewerkschaftlicher Sicht mit der Kooperation der Arbeiterkammer, aber auch sozusagen aus NGOs getan wurde und vielleicht du dir das Projekt auch vorstellen könntest. Mhm. Danke. Sehr gerne. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich möchte Ihnen zwei Projekte heute vorstellen, die sich beide in Österreich abspielen, aber sehr viele Parallelen zu dem haben. Mein Mikro
fällt ein bisschen aus. Nein, es steht zu dicht, zu nah. Zu wahrscheinlich, zu genau, nah. Genau, das ist ein gutes Mikro, da kann man weit weg sein, glaube ich, oder? Okay. Mir ist jetzt in den Schilderungen von Eva aufgefallen, dass ich da sehr viel Parallelen auch zu Österreich sehe, was natürlich nicht so ganz unserem Bild unserer österreichischen Arbeitsbedingungen entspricht. Ich möchte vielleicht mit dem ersten Projekt anfangen, obwohl es zeitlich das spätere ist. Die Produktionsgewerkschaft hat sich heuer entschlossen, gemeinsam mit verschiedenen NGOs und Aktivistinnen eine Kampagne in der Landwirtschaft zu starten. Ähnlich wie wir das jetzt aus Spanien gehört haben, ähnlich wie wir das aus anderen Ländern des Südens kennen, haben wir beschlossen, eine solche Initiative auch in Österreich zu starten. Ausgangspunkt war das Jahr davor, wo wir sozusagen an unterschiedlichen Ecken Österreichs zwei Vorfälle erlebt haben im Bereich Landwirtschaft, im Bereich Erntehilfe, einmal im Burgenland und einmal ganz am anderen Ende in Tirol. Die haben uns auch ein bisschen wachgerüttelt und uns auch einmal aufgezeigt, wie sind denn tatsächlich diese Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen jener, die auch unser österreichisches Gemüse ernten, unser österreichisches Obst. Die Ansatzpunkte, wo es hier hakt, sind sehr, sehr verschieden. Das geht vom Lohn, der unterschlagen wird, über die Arbeitszeiten, die jegliche Grenzen überschreiten, bis hin zur Unterkunft, die mitunter weit weg von menschenwürdigen Unterkunftsbedingungen ist. Wir hatten den Fall im Burgenland, da kam alles zusammen. Es waren in dem Fall rumänische Erntehelfer, Erntehelferinnen, die dort tätig waren bei den Bauern, die sich von sich aus an die Proge gewarnt haben mit der Bitte um Hilfe, wo sehr schnell klar war, okay, hier bei diesen Bauern, da passt überhaupt nichts. Die Kollegen und Kolleginnen haben in Containern gewohnt, für die sozusagen die Bezeichnung Elendsquartiere doch das angebrachteste war. Hygienische Bedingungen, Platz, Luft, Licht, alles im Argen. Die Kollegen und Kolleginnen im Burgenland haben dann versucht, dort einzuschreiten, sind mit Hunden und Polizeiandrohungen verjagt worden. Letztendlich ist es uns aber gelungen, diesen Kollegen und Kolleginnen zu ihrem Recht zu verhelfen. Eine ähnliche Situation gab es fast zeitgleich in Tirol. Das hat uns, wie gesagt, ein bisschen wachgerüttelt. Da muss was passieren. Es haben mehrere Magazine heuer ähnliche Dinge aufgegriffen. Die haben das immer zuerst einmal ein bisschen so abstrakt geschildert, wie die Eva das geschildert hat, aus dem Ausland die Arbeitsbedingungen. Und so nach einer Seite kam dann die große Auflösung, das ist bei uns in Österreich. Wir reden hier nicht von Spanien, Griechenland oder Afrika. Wir sprechen hier von Österreich. Bevor ich ein bisschen schildere, wie diese Kampagne im Erntehelferinnenbereich aussieht, möchte ich ein anderes Projekt vorstellen, das in einem ähnlichen Zusammenhang gegründet wurde. Und zwar die Frage war ganz konkret, was können Gewerkschaften denn eigentlich tun? Dem muss man eine Frage voranstellen, wie sehr sind sich Gewerkschaften bewusst, dass sie hier einschreiten müssen, dass sie etwas tun müssen? Zwangsarbeit oder, wie es der Lukas genannt hat, extrem ausbeuterische Arbeit ist in Österreich nahezu vollständig ein migrantisches Phänomen. Das kann man ganz klar sagen. Und auch, wie es die Eva für Spanien diagnostiziert hat, es geht fast immer einher mit einer Form von Undokumentation oder Unterdokumentation. Das heißt, entweder der Aufenthaltsstatus ist prekär in irgendeiner Art und Weise oder die, ich sage jetzt einmal pauschal, Arbeitserlaubnis. Das heißt, erster Schritt auf die Frage, was können Gewerkschaften tun, ist einmal Bewusstsein schaffen intern, dass wir hier ein Problem haben, dass migrantische Probleme sozusagen aus einer anderen Perspektive behandelt gehören, als das traditionell immer der Fall war. Wir haben in Österreich die Tendenz,
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen aus dem Ausland immer unmittelbar als Gefahr anzusehen. Vor allem die Gewerkschaften haben das in der Vergangenheit immer sehr aus diesem einen Blickwinkel gesehen. Das heißt, zuerst der Bewusstseinswechsel hin zur Wahrnehmung der Opferrolle dieser Migranten und Migrantinnen, die hier ausgebeutet werden und unter Zwang arbeiten. In einem nächsten Schritt hat man sich einfach von verschiedenen Seiten vernetzt und zusammengeschlossen, wo man gemerkt hat, okay, wir haben alle einen anderen Blickwinkel, gemeinsam können wir es tatsächlich schaffen, dieses Problem anzugehen. Soll heißen, die einen kommen von der arbeitsrechtlichen Seite, beraten dort Personen in diesen Zwangslagen, haben aber vielleicht ein bisschen die Lücke, was das Aufenthaltsrecht und die fremdenrechtlichen Regelungen betrifft. Die anderen kommen genau aus diesem Bereich, wissen aber im Arbeitsrecht nicht Bescheid. Dritte Gruppe an NGOs und Aktivistinnen, die da mit ins Boot gekommen sind, sind im Bereich Menschenhandel tätig, also nicht im Menschenhandel tätig, sondern betreuen Opfer des Menschenhandels, womit wir sozusagen auch den Lückenschluss haben von der ausbeuterischen Arbeit tatsächlich zur Zwangsarbeit, denn auch die gibt es in Österreich, Gott sei Dank nicht als sehr gehäuftes Phänomen, aber leider auch nicht zu unterschätzen. Das heißt, von verschiedenen Ecken, Gewerkschaften, Arbeiterkammern, NGOs aus dem fremdenrechtlichen Bereich, migrantischen Bereich, Menschenrechtsopferschutzorganisationen ist das Bedürfnis gestanden, wir müssen hier etwas machen. Diese Betroffenen brauchen Hilfe, die sie derzeit in Österreich so nicht bekommen. Und nach langwieriger Vorarbeit konnten wir dann endlich im Dezember 2013 eine entsprechende Anlaufstelle eröffnen, die sozusagen explizit sich zum Ziel setzt, niederschwelliges Angebot für genau diese Betroffenen von Arbeitsausbeutung unter undokumentierten Umständen und Zwangsarbeit auch anzubieten. Diese Anlaufstelle nennt sich UNDOC, von undokumentiert ist auch das Kürzel für den bisschen sperrigen langen Namen Anlaufstelle zur gewerkschaftlichen Unterstützung undokumentiert Arbeitender, ist angesiedelt im ÖGB-Haus in Wien, um sozusagen hier auch die gewerkschaftliche Infrastruktur mit nutzen zu können. Seit bald einem Jahr ist die Anlaufstelle jetzt aktiv. Was ist passiert? In der ersten Phase natürlich einmal sehr viel Vorbereitungsarbeiten dahingehend, wie kommen die Leute zu uns, die wir ansprechen wollen? Sozusagen, wie finde ich undokumentiert Arbeitende? Wie finde ich Menschen, die wirklich in Zwangsarbeitsverhältnissen arbeiten und leben? Beziehungsweise umgekehrt, wie kann ich mein Angebot so niederschwellig gestalten, dass diese Personen vielleicht von selbst den Weg finden? Das heißt, im Aufbau war wirklich eine monatelange Phase notwendig, um sozusagen von NGO zu NGO zu touren, von Community zu Community zu touren, um dort einfach mal bekannt zu machen, dieses Angebot gibt es jetzt, es ist anonym, es ist kostenlos, es ist völlig frei von Verpflichtungen, es ist unabhängig vor allem von Behörden und Ähnlichem. Mittlerweile können wir vermelden, dass wir über 60 Personen haben, die sich in der einen oder anderen Form an diese Anlaufstelle gewandt haben, in weniger als einem Jahr, beziehungsweise der Großteil davon innerhalb weniger Monate. Im März diesen Jahres war die offizielle Eröffnung, davor hat sich das alles noch sehr in Grenzen gehalten. Zur Bekanntmachung gibt es diese Folder, die ich Ihnen auch gerne alle ins Herz legen möchte. Da ist nochmal ganz kurz beschrieben, was macht UNDOC, die Anlaufstelle. Wenn man es in drei Säulen zusammenfasst, einerseits Information, Beratung und Rechtsdurchsetzung für Betroffene. Die zweite Säule ist Vernetzung mit NGOs und Communities, auch mit interessierten Aktivistinnen. Und die dritte Säule ist ganz klar auch Medienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit. Der Lukas hat es kurz angesprochen, repressive Migrationsregime,
die, da bin ich ganz bei ihm, die natürlich einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten, dass Migranten und Migrantinnen überhaupt in ausbeuterischen Verhältnissen tätig sein können, sage ich jetzt einmal vorsichtig unter Anführungszeichen. Ein plakatives Beispiel, die Regelung, unter welchen Bedingungen Asylwerber und Asylwerberinnen in Österreich tätig sind, sehr, sehr restriktiv. Sozusagen der noch größte Bereich, wo dies möglich ist, ist über Kontingente in der Saisonarbeit geregelt. Das ist zum einen natürlich der große Bereich des Tourismus, zum anderen natürlich die schon angesprochene Erntearbeit, die natürlich auch im großen Stil bei uns einfach klimabedingt saisonal ist. Der wesentlich größere und schwierigere Schritt ist jetzt der Sprung von der Anlaufstelle, die sozusagen aufgesucht wird vom Betroffenen, hin zu jenen Betroffenen, die diesen Schritt nicht schaffen oder die die Info auch einfach nicht haben oder sich nicht trauen. Das ist der große zweite Teil, den wir jetzt unter anderem mit der angesprochenen Kampagne zur Erntehilfe angehen wollen. Das ist die aufsuchende Arbeit. Die Betroffenen selbst vor Ort zu finden, mit ihnen zu sprechen, überhaupt einmal ihre Bedingungen und Probleme herauszufinden und dann mit ihnen gemeinsam natürlich auch versuchen, ihre Ansprüche klagsweise geltend zu machen. Diese Kampagne steckt in den Kinderschuhen. Im Bereich der Landwirtschaft ist es auch ein relativ einfaches. Erntehelfer und Erntehelferinnen, da gibt es nicht so viele verschiedene Möglichkeiten, wo ich die suchen kann. Das ist am Feld und rundherum. Viel, viel schwieriger wird das natürlich in anderen Bereichen, aus denen wir Zwangsarbeit kennen. Ein Bereich, wo das ein riesiges Problem ist, sind private Haushalte. Ja, da ist natürlich auch das Unwissen von dem, was passiert, extrem. Also die Dunkelziffer kann nur ansatzweise geschätzt werden. Innerhalb der privaten Haushalte muss man sagen, besonders negativ auffällig sind Botschaften. Die haben noch ein bisschen das Glück, sie können zwar verurteilt werden vor Gericht, aber durchsetzen kann man so ein Urteil nicht. Also da würde der physische Zwang, den der Marcel genannt hat, ins Leere gehen. Dementsprechend schauen solche Dienstverhältnisse oft aus. Im privaten Haushalt von Botschaftsangehörigen Beschäftigte, die mehr oder weniger 24/7 arbeiten, als Lohn Kost und Logis kriegen, vielleicht noch einmal ein Packerl Zigaretten in der Woche, rund um die Uhr zur Verfügung stehen müssen, Infrastruktur in diesem Haushalt wie Waschmaschinen oder ähnliches nicht verwenden dürfen, ausdrücklich angewiesen sind, ihre Kleidung, ihre eigene Kleidung mit der Hand zu waschen. Das sind Umstände, die doch immer wieder zu uns dringen. Oft nach vielen, vielen Jahren schaffen es Betroffene dann doch, all ihren Mut zusammenzukratzen. Aber wie gesagt, die Dunkelziffer ist sicher eine ganz, ganz hohe und das ist natürlich ein Bereich, wo man mit aufsuchender Arbeit natürlich auch nur sehr schwer irgendwie weiterkommt. Ja, vielen herzlichen Dank für diese erste Runde am Podium. Ich würde vielleicht anschließend eine Frage, die du jetzt nicht vielleicht direkt beantworten musst, aber ich mich auch sozusagen insofern bewegt, weil ich auch einen gewerkschaftlichen Hintergrund habe in der Gewerkschaftsjugend und nachdem ich, der ist bei mir nicht so lange her, und es mich insofern erfreut hat, dass dieses Projekt auf die Beine gestellt worden ist und ich gleichzeitig mich noch vor 4, 5, 6 Jahren daran erinnern kann, dass wenn wir so Fragen andiskutiert haben im gewerkschaftlichen Kontext, sei es also auf Jugendebene oder ging es vielleicht noch ein bisschen besser, aber dann in sozusagen das, was dann die Erwachsenenstrukturen in Österreich heißt, von Arbeitsmarktzugang für Asylwerbende und Ausländerbeschäftigungsgesetz. Also Ausländerbeschäftigungsgesetz, das hat man nicht mal erwähnen dürfen, das Wort. Inwieweit sich da was verschoben hat in diesem schwierigen Verhältnis, das sozusagen organisierte Arbeiterinnenbewegung in Österreich zur Frage von Migration hat, sagen wir mal so, oder ein ungeklärtes, das ist sozusagen noch, glaube ich, nicht ganz ausverhandelt. Das wäre vielleicht eine Frage, die man hier breiter diskutieren könnte. Das Zweite, glaube ich, so die Freiheit, der Freiheitsbegriff sozusagen, den Marcel einmal als sagen, Vertragsfreiheit verwendet hat, der in der Arbeiterinnenbewegung heute sehr massiv als Vertragsfreiheit diskutiert worden ist. Es war nicht immer nur Vertragsfreiheit, es war schon auch mal Freiheit von Eigentum.
ist zwar länger her, aber sozusagen der Freiheitsbegriff hat sich schon mal, der hat sich gewandelt. Es hat sich gleichzeitig auch der Zwangsbegriff gewandelt, weil der Zwangsbegriff ist heute in der Arbeiterinnenbewegung in der Tendenz in Westeuropa zu einer Legaldefinition geworden, währenddem er früher sozusagen schon mal auch der Sklavereibegriff, also sozusagen doppeltfreie Lohnarbeit hieß schon mal Lohnsklaverei, und zwar nicht nur bei verrückten Linksradikalen, wie man jetzt sagen könnte, sondern das war der offizielle Sprech der frühen westeuropäisch oder deutschsprachigen Arbeiterinnenbewegung. Das wären vielleicht so einige Inputs von mir. Eine letzte Sache, ihr könnt auch sagen, das ist absoluter Blödsinn und wir wollen über was anderes diskutieren, jederzeit selbstverständlich. Ein letzter Hinweis von mir, wir haben das bewusst so gehalten, hier einen sehr zentralen und wesentlichen Punkt auszuklammern. Das ist die Frage von Sexarbeit / Prostitution. Ich sage das deswegen, weil auch das eine sehr strittige Frage ist, auch so wie ich es kenne, im gewerkschaftlichen Kontext, um auf Felder hinzuweisen, die eigentlich mit klassisch freier Arbeit zu tun zu haben und nicht aus Ignoranz. Es sollte das Bedürfnis geben, über TAS zu reden, wäre das sozusagen auch natürlich selbstverständlich erwünscht, aber das war sozusagen von uns keine Ignoranz, sondern der bewusste Versuch, den Blickwinkel auf breitere oder nicht breitere, aber auf andere Aspekte zu lenken. Das war es jetzt von meiner Seite und ich würde sozusagen nun Sie und euch bitten, an einer Diskussion, einer hoffentlich sehr lebhaften teilzunehmen. Und ich sehe die Leute nur bedingt. Ganz rechts hinten. Julia, glaube ich. Ja, hallo. Können wir im Saal ein bisschen Licht machen, bitte? Geht das? Ja. Okay, super. Ich habe zuerst einen Kommentar für die erste Dame, die gesprochen hat, von weltumspannend arbeiten. Mhm. Ich habe ein riesengroßes Problem mit dem Begriff Schlepperbanden. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, was in Wien passiert ist mit dem Schlepperprozess, aber was ein Schlepper ist, ist eine sehr, sehr schwierige Frage und ich würde den Begriff eher nicht als schon benutzen, wenn man nicht weiß, womit man da arbeitet. Mhm. Weil das natürlich ein sehr negativ konnotierter Begriff ist, aber viele Personen, die als Schlepper angezeigt werden, zum Beispiel einfach Hilfestellung leisten, so anderen Migranten gegenüber, da würde ich einfach ein bisschen aufpassen. Ansonsten finde ich das Projekt super und finde das echt toll, was ihr macht, was Sie machen. zu dem Projekt UNDOC habe ich ein paar Fragen, die mich interessieren einfach. Zum einen, was kann denn die Gewerkschaft tun oder ja, gibt es einen Plan, Arbeitserlaubnis auszuweiten? Und zum anderen, was passiert danach, wenn Arbeiter und Arbeiterinnen zu Ihnen kommen und dann, weiß ich nicht, nehme ich an, bekommen Sie wahrscheinlich eine Entschädigung oder so? Und was passiert danach, wenn das Arbeiter und Arbeiterinnen sind, die keinen legalen Status in Österreich haben? Soweit ich das versehen habe, war es hier vorne und dann Berthold. Ich wollte nur fragen, wie schaut das aus eigentlich da? Sie haben da etwas gesagt vom Kefala-System in Katar. Das Problem ist, dass eigentlich ähnliche Systeme überall in der arabischen Welt auftauchen, vor allem rund um den Persischen Golf. Und es gibt noch eine andere Frage da. Hängt es damit zusammen, dass sowas überhaupt so weit verbreitet ist, dass die Sklaverei zum Beispiel in Saudi-Arabien erst im Jahr 1963 abgeschafft worden ist? Denn die Sache ist, es ist eine interessante Beobachtung, dass zum Beispiel nach der Abschaffung der Sklaverei in den USA es überall sogenannte Black Codes gab, wo die Freiheit und die Bewegungsfreiheit der ehemaligen Sklaven extrem eingeschränkt wurde. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine ähnliche Entwicklung ist. Ich würde vorschlagen, dass wir noch, oder wenn das für Sie euch passt. Also mir ist nicht ganz schlüssig, warum ihr, also die Gewerkschafterinnen, das von der Seite des Zwangs aufzieht, dieses Problem. Weil diese Arbeiterinnen, die ihr da vorfindet, ja keineswegs gezwungen werden, da zu arbeiten, sondern jeder Unternehmer da in Almeria zu denen auf Wiederschauen sagt, ja, und nächste Woche halt jemand anderen dort arbeiten lässt. Ne? Also von dieser Seite, das scheint mir eigentlich ein peripheres Problem zu sein, das Problem ist doch eher eins einer extremen sozialen Ungleichheit,
Das basiert auf der extremen Ungleichheit sozialer Entwicklung in der Welt, die durch Migration sich verschränkt. Also ganz vereinfacht gesagt, die dritte Welt kommt in die erste Welt. Und da sind wir bei einem ganz anderen Problem, das viel schwieriger anzugehen ist. Also die Frage ist, wenn wir das jetzt unter dem Begriff Zwang angehen, entfernen wir uns da nicht von der sozialen Wirklichkeit? Ja, ich hätte zwei Informationsfragen und dann eine mehr analytische Frage. Das eine ist, was heißt eigentlich Kafala-System? Was der Begriff heißt, ob das jemand irgendwie übersetzen kann? Das zweite, bezüglich der UNDOC-Beratungsstelle, da habe ich mich gefragt, ob ihr, sie, euch schon mal überlegt habt, was ihr macht, wenn die Fremdenpolizei da vor der Türe auftaucht und die abfängt, die Illegalen, die bei euch, ihnen Hilfe und Rat suchen. Und die dritte Frage, die ein bisschen mehr analytische, ist stark an den Marcel gerichtet. Du hast ja indirekt das Argument gemacht, es ist ein Kontinuum, wo eben dahinter, und es ist dadurch ein Kontinuum, dass dahinter der physische Zwang zur Arbeit steckt. Da möchte ich dich fragen, warum ziehst du es von der Seite auf? Du könntest das Argument über das Kontinuum auch über andere Konzepte oder Begriffe machen, zum Beispiel über den Begriff Ausbeutung, gibt es noch alles mögliche andere auch. Also ob du einen speziellen Grund dafür hast, warum du den Begriff oder das Konzept des physischen Zwangs privilegierst gegenüber anderen Konzepten, um das Argument bezüglich des Kontinuums zu machen. Ja, könnten wir mal eine erste Runde machen, wenn das... Es ist im Moment, glaube ich, auch niemand weiter, keine weitere Wortmeldung. An den Wortmeldungen sieht man immer sehr schön, was man alles selbst nicht gesagt hat, sozusagen, oder verkürzt dargestellt hat. Vielleicht zur UNDOC-Anlaufstelle ein bisschen ergänzende Information, wo sich dann die ein oder andere Frage auch aufklärt. Die Frage mit der Fremdenpolizei, die haben wir uns auch gestellt im Werden, sozusagen. Das ist einer der Gründe, warum diese Stelle im ÖGB angesiedelt ist, weil wir dort die Garantie haben, dass die keinen Fuß dort reinsetzen werden. Ja, also der ÖGB hat das Hausrecht in diesem Gebäude und das wird in der Form auch rigoros durchgezogen. Also das ist klar, das ist ein sicherer Hafen für die Personen. Wir haben auch die Erfahrungen mit sämtlichen NGOs und Beratungsstellen, die schon mit Migranten und vor allem mit undokumentierten Migranten und Migrantinnen arbeiten, dass das sogar bei der österreichischen Fremdenpolizei ein No-Go ist, Leute bei der Beratung aufzuklauben. Es war auch die Frage im Zusammenhang, was passiert mit den Leuten denn danach? Das hängt natürlich damit auch ein bisschen zusammen. Wir haben uns sehr, sehr ausführlich Gedanken darüber gemacht, welche Gefahr birgt es für die Leute, wenn hier sozusagen nach außen bei Behörden, bei Gericht für sie Ansprüche geltend gemacht werden. Wir haben eine, ich glaube, mittlerweile über 50-seitige Broschüre auch herausgegeben, bei welchem Aufenthaltsstatus, das sind ja zig verschiedene mittlerweile, welche Gefahren lauern. Wir haben in Österreich eine bisschen angenehmere Situation als in Deutschland. Bei uns müssen weder Behörden noch Gerichte den Verdacht auf illegalen Aufenthalt, wie es im Gesetz heißt, melden. Das heißt, es gibt da keine Verpflichtung, wenn im arbeitsgerichtlichen Verfahren sich herausstellt, diese Person hat keinen Aufenthaltstitel in Österreich, müssen unsere Gerichte das nicht weiter melden. Die Betroffenen werden natürlich darüber aufgeklärt, dass in so einem Verfahren ihr Status sozusagen intern öffentlich wird. Wir versuchen das aber möglichst geschützt zu machen, indem zum Beispiel ihre Adresse auch nicht bekannt gegeben wird, sondern die von der vertretenden Gewerkschaft oder ähnliches. Und die Betroffenen kriegen natürlich volle Aufklärung darüber, was es bedeutet, welcher Schritt, und können zu jedem Zeitpunkt auch sagen, nein, das möchte ich natürlich nicht. Also es ist natürlich ein schwieriges Spannungsfeld, das wir nicht lösen können im Rahmen der geltenden Gesetze. Aber wir versuchen da natürlich so behutsam, dass,
irgendwie möglich ist, vorzugehen und gewisse Dinge von vorn weg auch auszuräumen. Wir haben auch in Österreich eine andere Situation. Die Eva hat das kurz geschildert mit der Fremdenpolizei oder mit den Kontrollen in Almeria. Diese Situation haben wir in Österreich nicht. Wenn in Österreich die Finanzpolizei oder die Gebietskrankenkasse einen Arbeitgeber kontrollieren, kontrollieren sie den und strafen den. Also da geht es nicht um fremdenpolizeiliche Erhebungen und Ausweisungen, sondern da geht es wirklich um Strafbarkeit für den Arbeitgeber im Rahmen vom Lohn- und Sozialdumpingbekämpfungsgesetz. Das ist ja auch ein gesetzlicher Rahmen, den es in anderen Ländern so nicht gibt. Das Lohndumping oder Verkürzung der Sozialabgaben oder der Versicherung hier strafbar sind. Zur Frage auch Unterstützung der Anlaufstelle, die haben wir von ganz oben. Wir sind zum größten Teil seitens des Sozialministeriums finanziert. Der Sozialminister selbst hat die Anlaufstelle offiziell eröffnet bei der Eröffnungsfeier. Genauso kommt Unterstützung von höchster Stelle aus der Arbeiterkammer, vom Präsidenten der Bundesarbeitskammer, vom Rudi Kaske. Also sozusagen auf offizieller Seite haben wir vollste Unterstützung. Lukas, du hast es ganz richtig gesagt. So lange ist es nicht her, deine Gewerkschaftszeit, dass sich hier so viel geändert hat. Zu sagen, die Gewerkschaft hat ihre Meinung geschlossen geändert und sieht Migrantinnen nicht mehr als Bedrohung, sondern als Opfer von Ausbeutungsprozessen, das wäre vermessen. Ja, also es geht natürlich hier um Vorreiter und Vorreiterinnen, die es schaffen, hier solche Dinge durchzusetzen. Widerstände gibt es natürlich intern ganz genauso. Zum letzten Punkt, die Frage, warum wir es unter dem Thema Zwang behandeln, das habe ich jetzt fast ein bisschen unterstellt und nicht explizit dazu gesagt. Diese Dinge, die ich jetzt geschildert habe, da geht es tatsächlich um Zwangsarbeit. Wir haben in diesen Fällen auch Anzeigen wegen des Verdachts auf Menschenhandel eingebracht, sowohl im Bereich der Erntehelferinnen als auch bei diversen Haushaltsbeschäftigungen. Wir haben hier dieselben Phänomene, wie wir sie aus dem Ausland kennen. Der Pass wird abgenommen, der Aufenthaltsstatus ist ein undokumentierter in dem Moment, wo die Person damit droht, ihre Ansprüche geltend zu machen, kommt die Gegendrohung vom Arbeitgeber mit der Anzeige bei der Fremdenpolizei. Es gibt kein Einkommen außer Kost und Logis, damit sozusagen der Bewegungsraum gleich null. Gerade in der Erntehilfe zeichnen sich die Dienstverhältnisse auch durch eine hundertprozentige Exklusivität aus. Arbeit beim Arbeitgeber, das ist noch das naheliegendste, Quartier beim selben Arbeitgeber, Transport oft über mehrere hundert Kilometer aus dem Ausland, auch von diesem Arbeitgeber organisiert, der gleich beim Hintransport die Kosten für den Rücktransport abkassiert, sozusagen wenn man die Arbeit vorzeitig verlässt, sind noch einmal mehrere hundert Euro für einen Rücktransport zu bezahlen, der ja eigentlich schon einmal bezahlt wurde. All das sind Zwangselemente, die hier sehr wohl zum Tragen kommen. Natürlich ist dem Großteil der Arbeitsverhältnisse eher eine starke Form der Ausbeutung innewohnend und nicht der Zwang. Ich wollte unterstreichen, es gibt ihn aber sehr wohl auch bei uns in Österreich. Vor allem im Hinblick auf Menschenhandel, der Lukas hat die Sexarbeit angesprochen, ein ganz großes Problem. Gerade hier laufen gerade zaghafte Versuche zur gewerkschaftlichen Organisation. Sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig in diesem Bereich auch Personen zu finden, die sagen, ja bitte, das ist eine Gruppe, derer wir uns annehmen wollen. Aber Zwang als sozusagen nicht vorhanden und ich bin schon bei dir oder Ihnen, natürlich geht es ja um die soziale Ungleichheit, vor allem die interstaatliche und die globale. Allerdings wäre das auch wieder zu kurz gegriffen. Ich glaube, man muss es in diesen mehreren Dimensionen auch betrachten. Ja, danke schön. Vielleicht bevor ich weitergebe, der Versuch einer Teilantwort an die zwei Fragen von dem Kollegen vorne und Susan, wir haben eine kurze Blitzrunde im Podium gemacht. Marcel meinte, wir sprechen alle kein Arabisch oder
Dann ich auch nicht in dem Sinn. Vielleicht findet sich im Publikum ein Experte, Expertin für den Raum. Ich habe versucht, Kafala, ich habe mich eine Zeit lang mal damit beschäftigt, aber eher oberflächlich und eher sozusagen so rechtlich. Ich habe es versucht, sozusagen das in ein Rechtsinstitut zu übersetzen, weil es ist ein Bürgschaft, also es ist in Wirklichkeit ein Bürgschaftssystem, dass sozusagen dass jemand bürgen muss dafür, dass ein anderer sozusagen Rechte wahrnehmen kann und ihm das, wenn das im Rahmen von einem Arbeitsverhältnis ist, jederzeit auch entziehen kann. Das ist sozusagen ein Kafala-System. Stimmt, das ist im Persischen Golf weit verbreitet, hat nicht nur was mit Katar zu tun. Katar ist nur deswegen in den Blickfang der Öffentlichkeit gekommen, weil der IGB und der Guardian vor allem mal so einen investigativen Bericht veröffentlicht haben vor einem Jahr, ähnlich wie mit der Garnelenproduktion, der auch der Guardian veröffentlicht hat in Thailand oder vor thailändischen Gewässern vor so 3-4 Monaten. Deswegen haben wir uns sozusagen auf das spezialisiert. Aber wenn im Publikum hier jemand Berufener ist, bitte ich um eine sozusagen berufenere Antwort. Darf ich da was anschließen? Bitte. Der IGB hat auch eine Kampagne gestartet, eben, sie heißt Rerun the Vote, also dass die Wahl zurückgenommen wird. Und es gibt eine Website dazu, www.rerunthevote.org. Und da kann man eben unterschreiben, und da wird gefordert, dass die FIFA die Wahl von 2022 Katar als Austragungsort eben zurücknimmt, beziehungsweise das Ziel ist auch, dass Katar Arbeitnehmerrechte, Gewerkschaftsrechte akzeptiert und auch die ILO-Kernarbeitsnormen ratifiziert. Ja, vielleicht Eva, magst du weitermachen, weil du was konkret gefragt worden bist? Die oder? Elemente von Zwang, die hat die Susanne schon sehr ausführlich gesagt, eben diese Elemente kommen auch in Almeria vor. Es geht auch konkret genau um diese Dinge, weil die Sexarbeit nur mehr angesprochen worden ist. Also Frauen, die nach Almeria kommen, die haben es besonders schwierig. Sie kommen teilweise mit Verträgen, die Verträge laufen aber dann aus, gehen nicht mehr zurück in das Land. Sie rutschen dann in die Illegalität, weil eben der Aufenthaltsstatus ausläuft und ihnen bleibt dann oft nichts anderes übrig, als zum Beispiel Hausangestellte in der Hausarbeit zu arbeiten, beziehungsweise dass sie dann in der Prostitution arbeiten. Ja. Also wir haben es jetzt nicht mit Frauen konkret beschäftigt, weil es war die Landarbeit im Vordergrund, aber es war ein Seitenthema auch bei dieser Begegnungsreise. Und das glaube ich, Katar ist schon beantwortet. Das war es von meiner Seite. Du bist konkret was gefragt worden und alles darüber hinausgehende herzlich willkommen. Ich will nur sagen, also zuerst einmal, dass ich weltumspannend arbeiten und UNDOC sehr interessante und sympathische Initiativen finde. Von weltumspannend arbeiten habe ich sogar schon mal eine DVD gesehen, die der Erwin Kaiser mir geschenkt hat. Es war sehr beeindruckend. Das war zu Almeria. Aber ich glaube, konzeptionell sollten wir doch noch etwas genauer werden, wenn wir über Zwang reden. Ich denke, es ist vielleicht nützlich, drei Aspekte zu unterscheiden. Erstmal, wenn man eintritt in ein Arbeitsverhältnis, gibt es dann Zwang? Wurde man da rein gezwungen in dieses Arbeitsverhältnis? Oder hat man das sogenannte, also freiwillig, also vor allem unter ökonomischem Druck gemacht. Zweitens, Zwang während des Arbeitsverhältnisses. Nicht, wird da mit der Peitsche regiert oder werden da andere Anreize gebraucht vom Arbeitgeber? Und drittens, Zwang bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Kann man weg aus dem Arbeitsverhältnis oder wird man gefangen gehalten? Und zum Beispiel, wenn der Pass abgenommen wird, dann ist das natürlich ein Mittel, um diese dritte Form von Zwang auszuüben. Aber man sollte, denke ich, diese drei Formen unterscheiden. Und wenn sie alle drei auftreten, dann haben wir natürlich eine extreme Form von Zwangsarbeit, die dann, wenn noch Verkäuflichkeit hinzukommt, Sklaverei ist.
Aber es geht um diese Nuancen, weil man dann ja auch genauer weiß, wo man gegen kämpfen soll. Und deshalb habe ich also bisher auch noch nicht, also große Ausbeutung bedeutet ja nicht notwendigerweise auch großen Zwang. Das sollten wir unterscheiden. Obwohl Zwang, das ist gleichzeitig eine Antwort auf Susanne, ist natürlich ein Mittel und Ausbeutung ist der Zweck. Und deshalb kann man es in der Tat von zwei Seiten sich das Problem ansehen. Aber heute Abend reden wir ja nun mal über Zwang. Gut, soweit. Jetzt, ja, Brigitte, bitte. Brigitte, soweit sehe ich noch. Ja. Ist nur noch. Ja. Ich wollte noch einen anderen Aspekt einbringen. Wir haben die ganze Zeit jetzt vom Zwang zur Arbeit oder über die gezwungene Arbeit oder erzwungene Arbeit geredet. Aber wie schaut es eigentlich aus mit einem Thema, das einmal hier jetzt kurz angesprochen wurde, nämlich den Zwang, nicht arbeiten zu dürfen? Wir haben das im Zusammenhang mit Asylwerbern jetzt gehört. Es gibt das historische Beispiel des Schubwagens in Österreich zumindest. In der Monarchie wurden die Leute, die keine Arbeit hatten, in ihre Heimatgemeinden abgeschoben. Sie durften nicht mehr da bleiben und frei weiterhin nach einer Arbeit suchen. Und ich denke, das gehört also zu diesem Zwangskomplex auch dazu und wird eher selten beachtet. Ralf und dann Lisa. Ja, es wurde von der Eva Brenninger zweimal auf fair gehandelte Kleidung hingewiesen oder fair gehandelte Produkte als ein Ziel sozusagen von Sensibilisierung. Das finde ich einerseits gut, andererseits bin ich auch immer wieder ein bisschen skeptisch dabei, weil das natürlich ein Nischenmarkt ist und die sind dann teurer. Und wenn ich überlege, ein deutscher Hartz-IV-Empfängerin verfügt über ein Einkommen, ein freies Einkommen von 350 Euro, kann sich das natürlich nicht leisten und ist selber in einem massiven Zwangsverhältnis, nämlich jede Arbeit anzunehmen, sonst wird halt diese 350 Euro auch noch gestrichen. Da stehen sozusagen zwei Leute in einem und das ist irgendwie, ich bin da immer etwas skeptisch, weil das die Leute auf ihrer Konsumentenseite festnagelt und auch nur eine bürgerliche, aufgeklärte Mittelschicht sozusagen oder eine Facharbeiterschicht, die überschüssiges Einkommen hat, kann diese Konsumdemokratie machen und gleichzeitig verlässt man sich sehr auf Siegel und so weiter und ist halt auf die Supermarktsache festgenagelt. Spannender fand ich die Sache mit dem Betriebsrat, gibt es in der Firma sozusagen eine Niederlassung in einem anderen Land, kann man da ähnliche Strukturen einfügen. Das Problem ist ja, dass das massiv umgangen wird, weil diese Produktionsketten funktionieren ja durch die systematische Verantwortungslosigkeit. Das ist ja nicht so, dass man einen Großkonzern hat, der hat eine Firma da, eine da, sondern man kauft es und die kaufen das wieder da und die dann da und keiner weiß, wo es herkommt. Das muss auch niemand wissen, weil wenn man das alles wüsste, wäre es ja Planwirtschaft, dann hätte man genau die Rohstoffe und die Arbeitskraft eingeplant, wüsste, wie viele Stunden drinstecken. Ja, ist ja klar, das wäre völlig utopisch, sondern das macht der Markt und der Markt, dem ist es völlig egal, wo die Sachen herkommen. Deswegen finde ich sozusagen auf der Konsum- und Transparenzschiene, also das ist eine Utopie, wenn man es dann ausspricht, dann müsste man fast eine proudhonistische Arbeitszettelwirtschaft haben, wo wirklich jeder Rohstoff und jede Arbeitsstunde präsent ist. Und dann ist doch eher die Frage nach gewerkschaftlichen Kooperationspartnern oder nach Klassenkämpfen in China oder Ähnliches, wie man die unterstützen kann, glaube ich. Das ist sicher auch ein ganz wichtiges Punkt von diesen Austauschreisen. Oder ist es das vielleicht die Frage? Weil manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn man sehr auf die Konsumentinnenrolle einsteigt, dass man mit der Aufklärung systematisch auch zu kurz greift und den Leuten einredet, ihr kauft jetzt für einen Euro mehr für einen Orangensaft und damit ist das Problem gelöst. Und ich glaube, das Problem ist nicht gelöst, sondern ist so eine Art Ablasshandel. Ich jedenfalls bin da immer sehr... Also klärt man auf oder verkürzt man den Leuten was und gibt ihnen so eine Art billigen Ersatz? Und naja, fände ich spannend. Ja, also auch vielen Dank für die Vorträge. Ich fand es total spannend. Ich wollte nochmal auf einer strategischen Ebene an die beiden Projekte fragen, weil ihr merkt ja, dass wir auf dieser Tagung jetzt auch schon viele über diese Begriffe diskutiert haben, sich viele Leute damit auseinandersetzen. Und ich wollte nochmal nachfragen, gerade, versteht ihr mich? Ja, alles gut. Mehr als gut.
Gerade im Fall von Almeria ist ja der Begriff der Sklaverei schon sehr oft gefallen. Und dieser Begriff ist einfach moderne Sklaverei, Sklavenarbeit ist einfach da, ist in den Medien und irgendwie muss man sich dazu verhalten. Und ich wollte auf einer rein strategischen Ebene fragen, was sind eure Erfahrungen mit diesem Begriff? Bringt das was für Skandalisierung, für Solidarität oder weit sowas? Oder bringt das auch Nachteile mit sich? Also werden dadurch Menschen zu Opfern degradiert oder sonst irgendwas? Die zweite Frage ist ein bisschen polemischer, nämlich die, ob ihr eure Arbeit als antirassistische Arbeit bezeichnen würdet und inwieweit eine Auseinandersetzung mit Migrationsregime, habt ihr ja schon viel zu gesagt, aber auch mit Rassismus und Alltagsrassismus für die Aufklärungsarbeit eine Rolle spielt. Und das vielleicht auch nochmal als Frage an Marcel, welche Rolle antirassistische Arbeit in Arbeiterbewegungen spielt. Ich würde dann vorschlagen, dass wir, dass wir nach Ihnen, das wollte ich jetzt sagen, dass wir vielleicht nach Ihnen wieder hierher gehen, aber ja. Okay. Zuerst auch einmal vielen Dank für die interessanten und spannenden Vorträge. Ich habe das jetzt ganz interessant gefunden, dass das aufgeschlüsselt worden ist in drei Formen des Zwangs und umso wichtiger würde es vielleicht finden, dass man diskutiert, gerade bei dieser ersten Form der Zwang zu arbeiten. Also dieser basale Zwang, gerade da würde ich gern darüber diskutieren, ob man das nicht auch ersetzen kann mit dem Willen, arbeiten zu wollen. Weil wenn ich an ältere Systeme zurückdenke, so wie den Hausvater oder so, oder das ganze Haus hat, glaube ich, dieses Wirtschaftssystem, kann es ja auch den Zwang zu arbeiten geben oder den Wollen zu erhalten. Dass der Zwang auf den anderen Ebenen da ist, also quasi im Arbeitsverhältnis oder beim Kündigen, ist mir klar. Aber diese Stufe davor ist vielleicht interessant zu diskutieren, weil dann dieser Begriff nicht ganz so pejorativ besetzt ist. Das Zweite, ich bin zwar kein Spezialist für diesen arabischen Bereich, aber tatsächlich glaube ich, wie ich diese Frage vorher verstanden habe, fand ich das schon interessant, weil kurz einmal dieses mit diesen Black Codes gefallen ist, oder diese Jim Crow Laws, wie es das, glaube ich, Kassen haben. Und tatsächlich war der Mechanismus so, dass diese ganzen hohen Ämter besetzt worden sind mit Leuten, die ja eigentlich nur für diese Sklaverei waren. Und ich habe das so verstanden, zumindest die Frage, vielleicht war es auch nicht so, ob dieser Effekt quasi im arabischen Bereich auch eintritt, dass quasi nach dem Abschaffen die Leute, die trotzdem nur für diese Sklaverei waren oder diese Form, in diese öffentlichen Ämter geschoben worden ist. Da muss man nicht unbedingt Arabisch sprechen, dass man darüber was weiß. Aber das war eine gelungene Antwort, danke. Ja. Sollen wir wieder hier zurück oder sollen wir noch Fragen sammeln? Was ist euch? Okay, gut, dann wer mag anfangen? Freiwillige vor. Ja, also erst wollte ich sagen zu dir, Marcel, ich fand das auch sehr, sehr hilfreich, dass du das jetzt so dreigegliedert hast vorhin, weil das natürlich zeigt, dass wir es oft nur mit einem dieser Phänomene auch zu tun haben. Ne? Weil du gefragt hast vorhin mit der Begrifflichkeit, Sklaverei oder ähnliches. Also ich muss jetzt sagen, in unserem Kontext kommt das so eigentlich nicht vor. Es ist natürlich so, dass in der täglichen Arbeit und der Großteil der Beratungs- und Interventionsfälle der Zwang in den Hintergrund tritt. Es ist der Großteil mit extremer Ausbeutung verbunden, aber der Zwang in erster Linie ein, sage ich vorsichtig, ökonomischer ist. Nichtsdestotrotz, die Fälle des tatsächlichen Zwangs kommen auch vor. Da möchte ich kurz auf das antworten. Da sprechen wir tatsächlich von einem Zwang, in eine Arbeit einzutreten. Ja, das sind die Sexarbeiterinnen das plakative Beispiel. Unsere Erfahrung ist die, dadurch, dass wir mit zwei NGOs aus dem Opferbereich vom Menschenhandel zusammenarbeiten, bekommen wir das natürlich eher mit, als wir das sonst in einem gewerkschaftlichen Kontext mitbekommen würden. Aber diese Sache mit jemand wird unter, ohne den Begriff Schlepperei jetzt verwenden zu wollen, ja, aber jemand wird unter hohen Kosten nach Österreich gebracht und muss das dann abarbeiten, weil sonst unmittelbar physische Gewalt droht. Das gibt es natürlich schon, aber
man darf nicht übersehen, dass das wirklich die Ausnahmen sind. Also das ist jetzt kein Arbeitsalltag. Jetzt mal die Sexarbeit ein bisschen ausgeklammert. Dort sind die Verhältnisse natürlich prekärer, aber in den anderen Branchen, die ich genannt habe, sind das die Randfälle. Aber vom Vokabular war es uns eher wichtig, Arbeitsausbeutung als Wording zu setzen und undokumentiert statt illegal oder Schwarzarbeit. Also das war ein bisschen mehr unser Fokus. Die nächsten Freiwilligen, oder? Ja, also der Begriff moderne Sklaverei an und für sich verwenden wir denn sehr selten. Es ist teilweise so, mir ist teilweise sogar vorgekommen, es war so ein Ausdruck einmal eine Zeit lang, der zieht, der die Menschen anzieht, eben gerade wenn man Bildungsveranstaltungen macht oder so, dass man über moderne Sklaverei berichtet. Aber ich muss sagen, jetzt in meiner alltäglichen Arbeit ist das nicht ein Ausdruck, den ich zum Beispiel verwende. Ja. Dann nur ganz kurz, muss ich nur zur vorigen Fragerunde gehen bezüglich der Schlepperei. Ich glaube, das war Anmerkung, oder? Also da. Oder hätten Sie eine Antwort? Nein, also ich habe das als Hinweis, da wo ich in mich gehen werde, beziehungsweise mich noch weiter erkundigen, ja, damit ich das, mein Vokabular da aufbessern kann. Dann möchte ich auf die Kambodscha-Frage eingehen oder auf die Kleidungsfrage. Ja. Vermutlich bin ich, weil ich gerade eine Speakers-Tour mit einem Kambodschaner, mit dem Ad Thorn, das ist eben der Gewerkschaftspräsident von der unabhängigen Textilgewerkschaft, organisiere und der in 14 Tagen kommen soll. Das ist wahrscheinlich gerade ein Thema, das mich vereinnahmt, darum ist das wahrscheinlich kommen. Plus, es hat vor, am 17.09. hat es einen internationalen Aktionstag gegeben, ausgerufen von Kambodscha, die eben einen Mindestlohn von 177 US-Dollar fordern. Der derzeitige Mindestlohn in Kambodscha für die Näherinnen und Näher ist bei 100 US-Dollar, wo sie einfach die Existenz können sie damit nicht also gut aufrechterhalten. Die fallen um, weil sie nicht einmal genug zu essen kaufen können. Jetzt ist die Forderung von 177 Dollar und das war dann ein internationaler Aktionstag. Und auch in Österreich bzw. in Linz haben wir eine Solidaritätsaktion gestartet und sind eben vor den H&M gegangen, haben auch weil das ist einer der Hauptkunden in Kambodscha, haben dort auch einen Brief übergeben an die Filialleitung und auch an die Konzernleitung übergeben und der internationale Druck, eben so weltweite Aktionstage nützen dann schon was, weil es haben bereits Unternehmen, die Hauptabnehmer, also ich glaube Puma, Adidas, Levi's, H&M, C&A, Zara, die haben schon reagiert und auch der Regierung in Kambodscha jetzt geschrieben, dass sie eben die höhere Mindestlöhne kalkulieren würden in ihren Preisen und das auch fordern. Plus, sie fordern auch eine gewerkschaftliche Zusammenarbeit. Also so viel auch zu internationalen Solidaritätsaktionen. Und Druck wird eben über die großen Konzerne ausgeübt, weil wir schon daran glauben, dass es wichtig ist, Lieferketten offen zu legen. Dass es wichtig ist, weil die Konzerne nehmen sich ja das sehr oft aus der Verantwortung. Sie sagen, ja, unser erster Zulieferer, den kennen wir und was die weiteren tun, das wissen wir nicht und das geht uns auch nichts mehr an. Aber wer hat die Macht? Es haben die Macht eben die ganz oben stehen, an der Spitze wie die großen Konzerne. Und ich gebe Ihnen aber auch recht, wie Sie gesagt haben, Konsum, also eine Verbesserung des Konsums über Konsum zu steuern, ist eine schwierige Sache. Und auch ich bin sehr viel auch in Gewerkschaftsschulen und das Argument kommt natürlich immer wieder, so auf die Art, Fair Trade ist teuer, gerade bei der Bekleidung. Es gibt natürlich Schienen, wo es nicht so teuer ist, wie, ich sage mal, Bananen, da ist der Preisunterschied nicht mehr so groß, möchte jetzt trotzdem behaupten. Und es gibt sicher keine einfache Lösung. Es ist sehr komplex, die Lösung oder die Lösungsmöglichkeiten. Und sehr oft werden dann auch Wertefragen diskutiert. Also wo liegen auch meine Werte? Weil ich sage,
ein Espresso, wenn ich jetzt das Beispiel Kaffee bringen darf, Kilo Nespresso kostet 70 Euro und davon ist ein Fairtrade-Kaffee zum Beispiel sehr weit entfernt. Da geht es eben um Lifestyle, da geht es um Werte und da geht es dann nicht um den Preis wirklich. Und ja, die Frage ist natürlich, kann sich eine Hartz-IV-Empfängerin, Empfänger überhaupt Nespresso leisten? Das kann ich nicht beantworten und wahrscheinlich nicht, aber es ist trotzdem sehr auf der Wertefrage. Und ich glaube auch daran, dass nicht nur der Konsument das Ganze steuern kann, sondern dass sehr oft da, dass die Politik da Grenzen einziehen muss, dass sie zum Beispiel gerade was, ich bin jetzt sicher keine Spezialistin, was Förderpolitiken angeht, aber auch bei Förderpolitiken muss sich was ändern und auch bei Zertifikate. Ich halt sehr viel auf Zertifikate, also nur müssen die halt auch dann kontrolliert werden, weil wer kontrolliert die Zertifikate? Wenn ich jetzt ein Produzent bin und hänge mir da mein eigenes Zertifikat drauf und lasse dann jemanden das prüfen, der wiederum finanziell von mir abhängig ist, wird das alles sehr schwierig, beziehungsweise hat das genau gar keinen Wert. Also es ist immer ganz wichtig, wer prüft die Zertifikate. Und aber grundsätzlich bin ich schon, also heute schon was davon. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Aber da konnte man jetzt wirklich eine Stunde noch diskutieren und wir würden noch immer nicht die eine Lösung haben. Aber es ist, wir haben auch ein, das muss ich jetzt auch noch ganz kurz erwähnen. Geht das noch? Auf jeden Fall, weil ich weiß, was kommt. Ja. Also wir haben auch ein Solidaritätsprojekt, die Klinik der Solidarität. Da kann der Lukas uns da noch sehr viel drüber erzählen. Berufener. Und zwar, das ist eine Gesundheitsambulanz in Thessaloniki. Also entstanden ist sie aufgrund von einem Hungerstreik von Migrantinnen. Und mittlerweile ist das eine Gesundheitsambulanz, wo auch die Mittelschicht von Griechenland hingeht. Also da werden kostenlose Gesundheitsleistungen angeboten. Sie ist im Gewerkschaftshaus von der GSEE untergebracht, also Strom und Heizung wird auch von denen bezahlt sozusagen und die Klinik muss halt schauen, dass sie Medikamente, Verbandsmaterial und so weiter auftreiben kann. Und Weltumspannend Arbeiten hat eben dieses Solidaritätsprojekt gestartet und da muss ich sagen, sind wirklich sehr viele aktiv geworden. Also alle Gewerkschaften, der ÖGB, sehr viele Einzelpersonen, es hat da wirklich extrem viele Initiativen geben, extrem viele Menschen, die auf das aufmerksam worden sind. Und in diesem Rahmen, man kann Handlungen setzen und es ist sehr viel möglich. Magst du da noch was ergänzen? Bestimmt sogar. Nein, das würde jetzt sozusagen, würde ich aus der Rolle fallen. Jetzt habe ich meinen Pullover schon an, also. Aber der Lukas, die Veranstaltung gibt, geht ja morgen auch noch weiter, oder? Ja, genau. Da würde ich in der Pause mal den Lukas... Aber wenn ich dafür lasse ich den Pullover an und falle da aus der Rolle. Ich habe ein gewisses Naheverhältnis, also seit ein paar... Das Naheverhältnis habe ich schon lange, aber sagen ich, in meiner Freizeit engagiere ich mich auch in sagen, dieser Kampagne Klinik der Solidarität. Und das ist immer ein schwieriges Verhältnis zwischen Paternalismus, Solidarität und sozusagen Selbstermächtigung. Ich glaube, im Rahmen von dem Projekt ist sozusagen ist es gelungen, dass es hier nicht um Ablasshandel geht. Also sagen, dieser antigriechische Rassismus und die Ressentiments waren hierzulande auch in sozusagen, ja, waren hierzulande vielleicht nicht so schlimm wie in Deutschland, aber sie waren genauso da. Und ich glaube, durch diese Kampagne, die gleichzeitig ein selbstverwaltetes Projekt von unten entstanden im Rahmen eines Hungerstreiks von Flüchtlingen, heute alle sagen, Leute in Thessaloniki versorgt, die keinen Zugang zum zum Sozialversicherungssystem haben, weil sie sozusagen langzeitarbeitslos sind, was über 40% der Bevölkerung ist. Das hat sozusagen konkrete Hilfe, die sich materialisiert, verbunden mit einem Projekt, das auf Selbstermächtigung abzieht, dezidiert antirassistisch ist, einen Gewerkschaftsbezug hat und hierzulande im Zuge der Euro-Krise und dem Chauvinismus und Rassismus gegenüber Südeuropa, finde ich, und zwar jetzt sage ich jetzt nicht, das ist jetzt eine unangenehme Rolle, weil ich da auch dabei bin, aber es war sozusagen, glaube ich, es hat unsere Erwartungen ordentlich gesprengt. Ja. Also das
ja. Und das ist so etwas Ähnliches wie Fair Trade. Also ich kenne jetzt WUSA doch schon länger. Es ist immer die Frage, ob das ein Einfallstor ist oder nicht. Das ist so wie die Fußballweltmeisterschaft oder die Clean Clothes-Kampagne, die sozusagen auch gar kein paternalistisches Mandat hat. Die hat sozusagen nur das Mandat, darauf aufmerksam zu machen. Da geht es auch nicht darum. Die Clean Clothes-Kampagne hat nicht mal das Mandat, kauft Fair Trade. Die hat nur das Mandat, macht auf die Arbeitsbedingungen aufmerksam und versucht die, das ist vielleicht ein bisschen eine Frage, wer die Macht hat, sozusagen, ich glaube, bangladeschischen Textilarbeiterinnen haben auch gezeigt, dass sie die Macht der bangladeschischen Textilkonzerne brechen können, wie da sozusagen 1,8 Millionen Frauen, großteils Frauen, gestreikt haben vor 2 Jahren, also sozusagen schon die Frage, und auch dieses Machtpotenzial ist wieder gesehen im Rahmen von diesen Kampagnen. Aber jetzt sozusagen bin ich zu weit, glaube ich, aus der Rolle gefallen. Marcel, magst du noch was sagen? Ja, ich dann Susi noch was und dann würden wir wieder an euch geben, wenn das passt. Also zuerst einmal die Frage über den Zwang, nicht arbeiten zu dürfen. Eine bekannte Ökonomin, Joan Robinson, die hat ja mal gesagt, dass es für einen Arbeiter eine Sache gibt, die noch schlimmer ist, als ausgebeutet zu werden, und das ist, nicht ausgebeutet zu werden. Und das gilt natürlich in diesem Fall auch. Es ist eine eindeutige Verletzung der Vertragsfreiheit, nicht? Aber wir nehmen es natürlich normalerweise als Zwangs-Nichtarbeit. Passt natürlich nicht so gut zu Zwangsarbeit. Aber es ist eine bestimmte Symmetrie da, die man weiter erkunden könnte. Andere Sache ist Antirassismus in der Arbeiterbewegung. Das ist eine ganz komplexe Sache, wo wir auch sicher noch eine Stunde drüber reden könnten. Ich gebe 2 Beispiele, wo es Antirassismus eigentlich, naja, weiß auch nicht, ob man es so nennen kann, gegeben hat. Ganz früh schon, ab 1787 hat es in England eine ganz massive Kampagne gegeben für die Abschaffung der Sklaverei. 1787 bis 1807, dann wurde der Sklavenhandel offiziell verboten. Und in dieser Kampagne, das war die erste moderne Sozialbewegung überhaupt, denke ich, diese abolitionistische Bewegung, da wurden eine Petition zum Beispiel verteilt und unterschrieben, an dem die von mehr als 12% der englischen Bevölkerung und männlichen wahlberechtigten Bevölkerung, oder nein, nicht wahlberechtigten, männlichen Bevölkerung unterschrieben wurde. Und darunter waren also auch ganz viele Textilarbeiter und so aus Manchester. Also, aber das, inwieweit das jetzt antirassistisch war, ist schwer zu sagen. Jedenfalls das Motto war, dass da gab es ein Logo, das der Chefingenieur von Wedgwood, also von der Porzellanmanufaktur, hat machen lassen, wo es einen Schwarzen gibt, der die Ketten bricht und der sagt dann, bin ich nicht dein Bruder? Und anderes Beispiel wäre in dem amerikanischen Bürgerkrieg in den 1860er Jahren, wo viele amerikanische weißen Arbeiter für die Befreiung der Sklaven waren, auch weil diese Sklaven natürlich die Bildung von Gewerkschaften der weißen Arbeiter erschwerten, weil ja immer die Kostenkonkurrenz und daran die diese weißen Arbeiter geschwächt hat. Gleichzeitig gab es in England auch zum Teil eine Solidarität unter Arbeitern, Gewerkschaften mit diesen Kämpfen in den USA. Aber es gibt natürlich ganz viele Gegenbeispiele von Gewerkschaften und Arbeiterorganisationen, die sich extrem rassistisch benommen haben. Und ich denke, eigentlich im Grunde gibt es ein paar Sachen, es gibt natürlich ideelle Motive, aber diese ideellen Motive werden normalerweise nicht im Widerspruch zu den kurzfristigen materiellen Interessen von Segmenten der Arbeiterklasse aktiv werden können. Also zum Beispiel, wenn es getrennte Arbeitsmärkte gibt, wo Migranten zum Beispiel in einem Teil des Arbeitsmarkts sitzen und die etablierten weißen Arbeiter oder so in einem anderen Segment, dann ist ein Rassismus durchaus möglich. Sind sie im selben Segment, dann ist ein Rassismus viel schwieriger. Gibt im Fall der Warenketten, worüber wir jetzt reden, ist es auch eine ganz interessante Sache, wenn wir zum Beispiel
Kleidungsketten nehmen, nicht? Dass wir hier kaufen wir Hosen, Jackets, weiß ich was alles, die irgendwo assembliert werden. Zum Beispiel in Tunesien werden sehr viele von diesen Kleidern assembliert, werden dann hier in Europa gebracht. Da gibt es Fabriken, wo diese Hunderte von Frauen das machen und die Baumwolle und was weiß ich was alles weiter nötig ist, Farbstoffe und so, die kommen dann aus anderen Teilen der Welt. Dann haben also die Frauen in Tunesien oder auch wir als Käufer und Käuferinnen hier ein Interesse an der extremen Ausbeutung der Arbeiter, die die Baumwolle oder Bauern, die die Baumwolle anbauen, weil dadurch die Kosten der Baumwolle niedriger werden, die Hose also billiger. Und die Löhne zum Beispiel für diese Frauen in Tunesien, die können dann höher werden und ihre heißt das jetzt Job Security, wie heißt das auf Deutsch? Arbeitsplatzsicherheit ist ein etwas sperriges Wort. Ja, ist dann auch größer für diese Frauen. Also, aber gleichzeitig innerhalb der Segmente kann es durchaus dann wieder zu starker Solidarität kommen. Und manchmal ist es so, dass politische oder idealistische Motive diese Widersprüche wieder überwinden können. Aber es ist also ganz unvorhersehbar eigentlich, wie das sich entwickelt in der Arbeiterbewegung. Wieso? Das passt insofern gut, weil ich glaube, du wolltest zu der Frage und dem Themenbereich noch was sagen und dann würde ich kurz was sagen und dann geht's weiter. Ja, ich hab euch eine Antwort zur Frage Antirassismus in der Anlaufstelle unterschlagen. Also UNDOC selbst hat natürlich ein antirassistisches Selbstverständnis. Träger dieser Anlaufstelle ist allerdings ein Verein, der aus, ich glaube, mittlerweile über 10 NGOs und Teilgewerkschaften zusammengesetzt ist. Und da kommt wieder das zum Tragen, was ich vorher auch über die Gewerkschaftsbewegung als solches gesagt habe. Ja, so wie wir in Österreich einen fetten, fetten Alltagsrassismus haben, haben wir den natürlich in den Gewerkschaften auch teilweise sogar verstärkt, gerade wenn es um die vermeintliche Billigkonkurrenz oder solche Dinge geht. Man muss aber auch sagen, ich glaube, wir haben es geschafft, rhetorisch in Österreich den Diskurs zumindest in einer gewissen internen Öffentlichkeit mal so weit umzudrehen, dass wir diese Täter-Opfer-Umkehr zu einem gewissen Grad geschafft haben. Also es sind nicht die bösen Ausländer, die schwarz arbeiten, sondern es sind Opfer ausbeuterischer, undokumentierter Arbeit. Das sind jetzt Wortfolgen und Vokabel, die auch vom Sozialministerium verwendet werden, das noch vor kurzem vor böser Schwarzarbeit aus dem Ausland gewarnt hat. Also das sind so die kleinen Schritte, die man im Rahmen dieser Anlaufstelle machen kann. Was wir auch haben, ist, dass wir versuchen, in einem nächsten Schritt, der jetzt noch nicht angelaufen ist, auch in Richtung Selbstermächtigung der Betroffenen zu arbeiten, da Workshops anzubieten und hier sozusagen auch Community Building und Capacity Building ein bisschen was mitzuhelfen. Kurz eine Frage, sozusagen bevor du dran oder sie dran kommen. Es ist 9:15, wieder in Linz, 9:15. Ja, aber 9:15, eben, aber 9:15. Ich weiß nicht, wie lange sie noch machen wollen. Also nicht, weil ich jetzt. Das Programm läuft bis 9:30 Uhr, steht denn. Steht? Also, tatsächlich? Na, dann haben wir noch 13 Minuten. Nee, hier steht es nicht, aber draußen steht es. Draußen? Ah, okay, draußen. Na, wenn es draußen steht, dann. Ja. Nein, aber jetzt sozusagen sollen wir noch eine kleine Runde machen oder das. Kurze. Eine kurze kleine Runde und dann hier auch eine kurze kleine Runde und. Oder gar nicht mehr. Ja, gut, dann machen wir das noch. Gut.
Meins ist ganz kurz. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, vor allem für die beiden, die diese Projekte vorgestellt haben. Also das ist ganz großartig, wenn man nämlich in der Wissenschaft tätig ist, dann vermisst man genau das irgendwie, dass man sozusagen diese Handlungsebene auch sieht und dass das irgendwie versucht wird, auch mit allen Widersprüchen und allen Schwierigkeiten in so eine Umsetzung zu gelangen, so auf so eine Umsetzungsebene zu gelangen. Und ja, wirklich Respekt und großartige Arbeit. Ich wollte was sagen zu den Sexarbeiterinnen. Ich wollte eigentlich zuerst nichts sagen, aber jetzt fühle ich mich doch bemüßigt, dazu was zu sagen. Also ich arbeite auch zum Thema Sexarbeit und auch zu migrantischen Sexarbeiterinnen. Und ich verstehe, dass es Schwierigkeiten gibt mit diesem Themenbereich. Merke aber, dass sozusagen, wenn man von den Sexarbeiterinnen spricht, das ist eher die Sache verkompliziert. Also gerade wenn es jetzt um Arbeitnehmervertretung geht, wenn es jetzt darum geht, dass man sich anschaut, wie werden da Arbeitsbedingungen verletzt oder auch nicht verletzt, dann denke ich, dass es schwierig ist, wenn man diesen Bereich absondert von den anderen Bereichen, sondern dass es da intelligenter wäre zu schauen, okay, von was spricht man jetzt gerade, und es gibt nicht die Sexarbeit und es ist nicht der andere Bereich, sondern auch dort sind die Arbeitsbedingungen sehr vielfältig und sehr unterschiedlich, und es ist ganz schwierig, das sozusagen in einen Topf zu werfen. Und ich denke, gerade wenn man wirklich was für die Arbeiterinnen tun will, dann müsste man eigentlich ein bisschen über diese Schwierigkeit, mit diesem Bereich umzugehen, drüber gehen und wirklich sich das genau anschauen. Und da wurde eine Schwierigkeit auch von dir, wenn ich du sagen darf, angesprochen, nämlich wie kommt man zu diesem Bereich, wie kommt man zu diesen Arbeiterinnen, und das ist genau das Problem. Und auch deshalb wird es eben auch oft so als Sonderbereich verhandelt, aber genau die Organisationen, die dann wirklich sich auch damit beschäftigen, die zeigen es dann auch sehr schön auf, dass es ganz unterschiedliche Arbeitsbedingungen in diesem Bereich gibt und dass sehr wohl was auch an Arbeitnehmervertretung da getan werden kann. Danke. Der Kollege hat sich, glaube ich, nochmal gemeldet. Ich wollte eigentlich Herrn van der Linden das fragen. Die Spanien in Almeria ist ja nicht das einzige Gebiet, wo man in großen Mengen Treibhäuser haben, sondern auch in den Niederlanden. Was unterscheidet eigentlich die Situation in den Niederlanden und was ist gemeinsam? Was ist das Gemeinsame in der Situation in den Niederlanden mit zum Beispiel der Situation in Spanien, in Almeria? Das würde mich nämlich wirklich interessieren. Niemand mehr. Ich sehe, wenn ihr auch niemanden seht, bin ich beruhigt. Weißt du das? Für die Niederlande, ich kann da so kurz. Also ganz kurz möchte ich eben auf die verschiedenen Länder eingehen. Ich weiß jetzt nicht genau von den Niederlanden. Und warum haben wir Südspanien genommen? Weil wir dort einen Partner gefunden haben, weil es dort im Jahr 2000 massive rassistische Ausschreitungen gegeben hat, und das Europäische Bürgerinnenforum war da sehr bald schon aktiv. Wir haben in Österreich der Didi Bär, der ist vielleicht jemandem auch ein Begriff, der hat seine Diplomarbeit zu dem Thema geschrieben. Also die Partnersuche verläuft einfach so Schritt für Schritt. Es hätte genauso, glaube ich, Griechenland sein können. Es hätte genauso Sizilien oder Italien oder die Türkei sein können, wo wir uns die Arbeitsbedingungen ansehen, oder das Burgenland oder in Tirol, weil immer wieder kommt das Argument, ja, es geht, ist bei uns in Österreich eh auch nicht besser, ja, aber das nützt jetzt nichts, wir müssen uns mit den Arbeitsbedingungen auseinandersetzen und schauen, dass sie die Arbeitsbedingungen verbessern, und das Ziel ist, dass überall gute Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft sind, und egal in welchem Land und vor allem in Österreich, egal aus welchem Land die Menschen hier arbeiten, ist wichtig, dass nach österreichischen Standards behandelt werden. Und wie gesagt, also ich habe eher die Erfahrung, Landarbeit ist schlecht bezahlt und sind eher ausbeuterischen Bedingungen ausgesetzt, wie sie wohnen und so und wo sie unterkommen. Und mir wurde auch zum Beispiel gesagt von der oberösterreichischen Landarbeiterkammer, da ist mir gesagt, und zum Beispiel in Österreich arbeiten Polen, in Polen arbeiten Vietnamesen in der Landarbeit, also so verschiebt sich auch alles irgendwie. Und wo es jetzt besser ist und wo schlechter, das lässt sich oft sehr schwer
diagnostizieren. Ich weiß nicht, ob du, Susanne, da andere Erfahrungen aus der Praxis hast? Also auch von. Ja, also wir haben die Wahrnehmung, genau dasselbe. Es ist natürlich alles sehr im Fluss, je nachdem, in welcher Region in der Welt oder in Europa es den Leuten gerade besser oder schlechter geht. Aber wir haben natürlich eine Bewegung immer weiter aus dem Osten. Also was vor ein paar Jahren noch die Saisonarbeiter und Arbeiterinnen aus Ungarn waren, ist dann nach Rumänien gewandert und von Rumänien wieder weiter östlich. Das ist natürlich so eine Bewegung. Vielleicht ganz kurz zur Sexarbeit. Ich bin sehr froh, dass du das angesprochen hast, weil ich glaube, man hat an meiner Wortmeldung vorher schon auch ein bisschen gemerkt, das ist ein Bereich, wo ich selber nicht fit bin. Ja, ich bin vor einigen Monaten von einem Kollegen aus dem Gewerkschaftsumfeld angesprochen worden, sie möchten gerne Sexarbeiterinnen gewerkschaftlich organisieren, ob ich denn nicht Ideen habe. Einerseits, wie man das angehen kann, andererseits, bei wem man das ein bisschen einhängen kann, damit es eine strukturelle Begleitung hat. Ich war ein bisschen sprachlos. Ja, also mir haben die Ansatzpunkte gefehlt, auch weil ich mich mit der Thematik nicht sehr auseinandergesetzt habe. Vorher muss ich ganz ehrlich sagen, ich selber bin Juristin. Für mich ist der Hintergrund der gewesen, bis vor sehr kurzer Zeit hat der Oberste Gerichtshof in Österreich Sexarbeit als ein sittenwidriges Vertragsverhältnis angesehen, wo man den vereinbarten Lohn, das vereinbarte Entgelt nicht klagsweise geltend machen konnte. Das hat dazu geführt, dass man da ganz lang gesagt hat, na gut, dann können wir eh nichts für die machen. So wirklich ganz auf deppert, sage ich jetzt einmal. Ja. Die Situation hat sich jetzt geändert. Langsam wachen auch hier wieder die Vorreiter und Vorreiterinnen auf, aber sehr planlos, wenn ich das einmal einfach so in den Raum stelle. Ja. Ja, okay. Nur ganz zwei Sachen, einmal über Landwirtschaft. Also in den Niederlanden ist die, wie heißt das jetzt mit diesen Glashäusern? Gewächshäuser. Die Gewächshäuser, das ist natürlich eine Großindustrie, vor allem im Westen. Und da hat es in der Tat in der Vergangenheit auch Skandale gegeben über schlechte Behandlung von immer ausländischen Arbeitern und Arbeiterinnen, aber in letzter Zeit hört man nicht mehr so viel davon und das hat wohl damit zu tun, dass diese Gewächshäuser stark Hightech geworden sind. Mhm. Nicht? Wie bitte? Sie haben eine riesige Kapitalausstattung. Ja, genau. Aber wo wir noch immer ein großes Problem haben, ist zum Beispiel beim Spargelstechen. Was ja, da gibt es massiv, also polnische und jetzt auch rumänische Arbeiter, Arbeiterinnen, die dann für 2-3 Monate kommen, die sehr schlecht behaust sind, Niedrigstlöhne kriegen, die trotzdem für die akzeptabel sind anscheinend und so weiter. Also es gibt das auch in den Niederlanden, aber vielleicht nicht genau in denselben Bereich wie hier. Das andere über Prostitution will ich nur sagen, dass also eine Möglichkeit, wie in den Niederlanden, in Amsterdam gibt es ja eine Gewerkschaft für Prostituierte und was ja, wenn man sagt, das ist auch ein Beruf und ist auch eine Art von Arbeitsverhältnis, dann kann man ja auch eine Gewerkschaft gründen. Das ist nicht eine sehr starke Gewerkschaft, gerade auch, weil sie jetzt geschwächt wird, weil die sozialdemokratische Stadtverwaltung sowieso die Prostitution bekämpft und damit in den Untergrund treibt. Aber es ist eine Möglichkeit, die nicht oft verwirklicht wird. Damit möchte ich so. Ja, dann würde ich abschließend sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, also sozusagen die Anmerkung und auch danke für die Rückmeldung, dass wir das hier hätten integrieren sollen, also die Frage von Sexarbeit-Prostitution. Ich sage das deswegen, das ist ein Mitgrund, warum wir es nicht getan haben, weil dieses Spannungsfeld aus meiner Erfahrung
dann genau auf der Ebene ausgetragen wird, ist das Prostitution oder Sexarbeit, und dann wäre es heute vielleicht um viel gegangen, aber in erster Linie um das. Vielleicht war das auch ein Fehler, aber ich sage nur, das war der Hintergedanke, aber trotzdem danke für die Rückmeldung. Ja, danke vielmals, danke nochmal an alle, die es hier ermöglicht haben, und ja, einen noch schönen Abend, den wir vielleicht eine Zeit lang noch gemeinsam verbringen können. Applaus